So, da sind wir dabei. Heavy Rain, weiter geht's. Wir sind mit Scott und Shelby zusammen auf dem Friedhof und wir suchen ein Grab. Wir haben im letzten Mal die Listen verglichen, die wir haben. Listen von Leuten, die Origami-Magazine abonniert haben in den letzten 30 Jahren und die Liste, die wir aus dem Antiquitätenladen bekommen haben mit den Leuten und den Schreibmaschinen. Ich suche das Grab eines Jungen, der vor 30 Jahren gestorben ist, ein John Shepard. Können Sie mir vielleicht sagen, wo es ist? Die Kindergräber sind im nächsten Abschnitt. Oh, okay. Danke. Ja, genau, John Shepard, richtig. Das ist der Name, der... Ich hasse Friedhöfe. Den Jungen, den die wir suchen. Die ziehen mich total runter. Nicht nur dich, mein Freund. Das ist, glaube ich, normal, dass man auf Friedhöfen jetzt nicht allzu groß am Feiern ist. Eigentlich müsste ich Golly Kramer befragen. Stattdessen stehe ich bei strömendem Regen auf einem Friedhof und suche das Grab eines Kindes, das seit 30 Jahren tot ist. Das ist echt scheiße, da geht die Frisur voll kaputt, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der Busch. Warte, halt. Ich schaff das. Oh Gott, nein, ich schaff's nicht. Doch, ich krieg das hin. Oh Gott, da ist noch ein Busch. Oh, da ist noch ein Busch. Ich komm da raus. Jawoll, ich kann laufen. Bin so stolz. Es ist kalt, es regnet. Ich bin draußen und völlig durchgeweicht. Ich liebe meinen Job. Daryl Allen. Okay, die Kindergräber sind im nächsten Abschnitt, hieß es. Ist das ja der nächste Abschnitt schon, oder? John Davis. Evans. Was auf die Geburtsdaten? Nein, das. Ja, gut. Wobei, warte mal, 23.09.1923. Das sind schon Kinder, aber sehr, sehr alte Kinder. Das muss ich ihr lassen. Sie ist wirklich eine entschlossene Frau. Jim Williams. Hast du was? Ist John Shepard? Wahrscheinlich eher nicht, wenn du weitergehst. Okay. Dann suchen wir eben weiter. Lewis Cox. Was ist denn eigentlich hier? Kann man mit diesem Kerl reden? Hallo? Hallo? Verzeihung. Ich suche das Grab eines Jungen. Ein John Shepard. Geradeaus. Ein Stück weiter hinten. Danke. Okay. Kennt sich aus. In seinem Laden wollte ich jetzt schon fast sagen, aber... Auf seinem Friedhof. Da ist es. Steht da ein verdammtes Origami-Pferdchen? Da steht ein verdammtes Origami-Pferdchen. Hab ich recht? Die Blumen sind noch frisch. Jemand scheint sich um das Grab zu kümmern. Origami-Figuren. Das kann unmöglich ein Zufall sein. Das ist, wenn dann, ein sehr, sehr komischer Zufall. Armer Kleiner. Ich kannte den Jungen. Sie kannten John Shepard? Habe fast mein ganzes Leben hier gearbeitet. Ich weiß, was passiert ist. 77. Oktober, glaube ich. Erzähl uns mehr. Oh, großer Totengräber. Ihr nichtsnutzigen Sträuße, macht euch gefälligst hier raus. Los! Haut! Ab, ihr verfluchten Rotzbengel! Kommt wieder, versatzte Mutter von der Arbeit zurückkommt! Er ist wieder voll. Ist ziemlich und offensichtlich. Was machen wir jetzt? Es regnet wie aus Eimern. Wir werden klitschnass, wenn wir draußen bleiben und spielen. Aber er schlägt uns nicht. Das bisschen Regen macht nichts. Los, wir spielen! Ja, dann fahrt das auch voll wie ein Eimer. Haben das Wetter und dein Vater zumindest schon mal eins gemeinsam. Ich wette, du kriegst mich nicht. Ich wette mit dir, ich krieg dich. So, hier, kleiner Rückblick auf jeden Fall, was mit John Shepard passiert ist, wie es scheint. Lieber draußen nass werden, als drin seine Wutausbrüche abzukriegen. Allerdings war... Wo leben die? Direkt neben der verdammten Baustelle. Mami kommt erst später von der Arbeit. Ein Trailer hinter der Baustelle? Sie würde uns vor ihm beschützen. Na, hoffentlich. John hat recht. Wir sollten hier nicht den ganzen Tag rumhängen, sondern spielen gehen. Oh, yeah. Teammanöver finde ich sehr gut. Hoch da. Wobei ich jetzt schon mal sagen muss, dass es eine scheiß Idee ist, Leute. Auf einer Baustelle zu spielen. Nur mal so ganz viele Metallstäbe, die aus dem Boden rausragen und nur warten, sich in dein junges, zartes Fleisch zu bohren. Und das will doch keiner, oder? Das kann extrem wehtun. Die Baustelle ist verlassen. Ein super Spielplatz. Absolut. Genau diese Teile meinte ich.
Verdammte Metallstäbe. Au! Verdammte Scheiße, sag ich doch, verdammte Metallstäbe. Ups, slide, 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 slide. Jetzt mach hinne! Ich warte! Das war jetzt dramatischer, als es eigentlich wirklich war. Ich komme ja schon, mein Gott. Na los! Ich sag dir, oh. Kopf einziehen! Haha, du Dummkopf! Ja, ja, ich weiß. Hahaha. Ha, 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 ha. Mann, du bist echt eine lahme Ente. Das schaffst du nicht. Da hoch? Oh, warte ab, Junge. Jetzt mach hinne. Ich warte. Jawoll, geht doch. Sehr gut. Ultrasportlich, Mann. Achievement unlocked. Okay, dann wollen wir mal folgen. Ich weiß zwar nicht, wo. Mann, du bist echt eine lahme Ente. Der Spaß daran ist, in strömenden Regen über eine verlassene Baustelle zu laufen. Das fand ich, glaube ich, als Kind nicht mal spaßig. Aber na gut, okay. Machen wir einfach mal mit hier. Was ist los? Kommst du jetzt oder nicht? Ich komme ja schon, aber ich hatte gerade Probleme, meinen Kopf zu drehen. Komm schon. Geht doch. Was zur Hölle machst du? Das ist echt keine gute Idee. So, langsam, langsam, langsam nicht abrutschen. Geht doch. So, runter, hier runter. John ist zu schnell. Er wartet nie auf mich. Was haben große Brüder so an sich? Ich glaube, er ist hier runter. Durch die Schuttrutsche? Bist du bescheuert? Bist du Schutt? Ich glaube kaum, dass du Schutt bist. Okay. Naja, gut. Wenn es dir zu schwer ist. Ach Quatsch, ich schaffe das leicht. Guck hin. Ja, leicht. Ich hoffe mal. Dass sie von da oben auf die Schnauze haut, das ist nicht cool. So. Hier haben alle Leute, die Skate gespielt haben, einen ultra großen Vorteil. Seitlicher Popschau wird kein Problem. Klappt auch so. Ich habe schon von einigen gehört, dass sie teilweise nicht ganz verstehen, was die Symbole bedeuten. Also hier zum Beispiel, wie die gerade eben, als wir hochgeklettert sind, mussten wir im Prinzip einfach nur den Stick einfach nur nach rechts bewegen, den rechten, und dann einen Halbkreis nach oben machen. Oder eben nach links, je nachdem, wie es eben dran stand. Also theoretisch ganz simpel. Man, bei solchen Situationen, wo man weiß, dass man es abwechselnd nacheinander machen muss, immer wieder, ist es kein Problem. Aber wenn es halt wirklich innerhalb von einem Kampf ist, kann so eine Bewegung, die einfach ein bisschen länger dauert, als den Stick einfach nur nach oben, links, rechts oder unten zu machen, na los, schon mal daneben gehen. Was da rüber? Was zur Hölle? Na gut. Wird schon funktionieren. Was? Todessprung? Nein! Holy fuck, du meinst aus 50 Metern Höhe in Stroh springen? Okay, kein Stroh. Na gut. Wenn er das sagt, dann machen wir das. Sehr schön. Hat doch funktioniert soweit. Wow.
Yeah, man, das war awesome. Wir sind fast gestorben. Wir hier verstecken. Okay. Du zählst bis 20 und musst mich suchen, okay? Versteck dich im Fleischwolf. 1, 2, 3, 4, 5, 9. Klappt schon. 12, 16, 19, 20. Komme, ich habe auch garantiert richtig gezählt, glaube ich. Mein Vater hat mir so beigebracht. Wird schon stimmen. Okay, wo hast du dich versteckt? Hilfe? What? Oh man! Was zur Hölle? Mein Fuß steckt fest. Greif zu! Ich zieh dich raus! Oh Junge, was macht der denn? Wie bist du denn da reingekommen so schnell? Du wolltest dich doch nicht echt da unten verstecken, oder? Keine Chance, Mann. Der steckt echt fest. Das klappt nicht. Was machen wir jetzt? Halt durch, John. Ich hol Hilfe. Halt durch. Los, beeil dich. Ich glaube, das Wasser steigt. Was? Ich mach schnell. Okay. Ich bin gleich wieder da. Ja, ich... Whatever. Ich beeil mich. Lauf mal zurück zu deinem besoffenen Vater. Das arme Kind fand keine Hilfe. Und holte keine Hilfe, richtig. Und, sein Bruder ertrank in dem Rohr, im Regenwasser. Der kleine Junge, was ist aus dem geworden? Tja, ich weiß nur, er wurde den Eltern weggenommen. Ich glaube, er wurde adoptiert. Tja, sieht nach einem Sturm aus. Ich gehe lieber nach Hause. Solltest du. Zieh deinen Hut an. Gott, eine schreckliche Geschichte. John Shepard ertrinkt im Regen an der Hand seines Bruders. Könnte er vielleicht der Origami-Killer sein? Kommen Sie, zurück zum Wagen. Möglich wäre es, dass sie ihn vielleicht so extrem verstört hat. Das Kind starb vor 30 Jahren. Wer kümmert sich da noch um das Grab? Der Vater nicht. Wie steht fest? Sie überrascht mich schon wieder. Dabei mag ich Überraschungen eigentlich nicht. Das war's hier für uns. Wir gehen. Okay. Runde vom Friedhof. Wir haben erstmal genug gesehen. Halt! Was ist los? Au. Der Mann da drüben. Kramer. Ja? Charles Kramer. Gordys Vater? Was will der hier? Das werden wir wahrscheinlich gleich herausfinden. Er legt Blumen auf John Shepherds Grab. Was? Okay. Interessant. Also Kramer scheint auf jeden Fall in die Sache noch mit verstrickt zu sein. So viel steht fest. Na, schauen wir mal, wie das noch zusammenhängt dann letztendlich, warum er jetzt vor John Shepherds Grab steht und Blumen niederlegt. Also, ist er sein Vater? Man weiß es nicht. Und wir spielen jetzt weiter mit Madison erstmal, die ja beim letzten Mal nur knapp diesem komischen Freak entkommen ist, von dem sie Hinweise wollte. Und es ist Donnerstag, 23.30 Uhr. Wir sind voll im Blue Lagoon Club. Also gesagt, im Blue Lagoon Club mittlerweile. Paco Mendes. Er hat die Wohnung vom Doc in der Marble Street gemietet. Ich muss aufpassen, er könnte der Killer sein. Könnte er allerdings, richtig. Genau deswegen sind wir hier. Wir haben ja bei dem Doc diese Streichholzschachtel gefunden, soweit ich weiß. Und schauen wir einfach mal, wen wir hier finden. Sollte ich lieber aufpassen. Alles wird gut. Ich finde den Typen, stelle ihm ein paar Fragen und verschwinde wieder. Mal gucken, ob das wirklich so einfach ist. Paco Mendes, der Doc vermietet ihm das Apartment.
Kein Typ, den ich meinen Eltern vorstellen würde. Nicht wirklich, vor allem... Ich muss ihm ein paar Fragen stellen. Ich weiß nicht, warum, aber der Name klingt irgendwie schon, als würde mit Kokain dealen. Bin noch nicht über meine Begegnung mit dem Todesdoktor hinweg. Das war echt krass, Mann. Der wollte die Mumu aufbohren. Das wäre echt uncool geworden. Der Barkeeper. Er weiß sicher, wo Paco ist. Du, sorry. Wo ist die Bar? Ist das die Bar? Nein, das sieht aus wie so eine VIP-Lounge. Guck mal. Was zur Hölle? Ich suche Paco Mendez. Wissen Sie, wo er ist? Da drüben an seinem Tisch. Kennt er dich? Was ist das schon direkt hier? Noch nicht, aber ich muss ihn sprechen. Das ist unmöglich. Mr. Mendez möchte nicht gestört werden. Okay, wir wissen auf jeden Fall schon mal, wo er ist. So viel dazu. Er muss schon nach der Bar suchen, wenn er gleich weiß, wo der Kerl ist. Er scheint mit seinem Bro da zu sprechen. Man sucht sich ja die tanzende Lady aus. Okay, sucht sie aus. Naja, die da gefällt mir. Nimm die mal mit. Pack zwei von denen ein. Eine von den roten für nachher. Der Typ, guck dir den Schleimbolzen an. Paco mag seine Mädchen sexy. Wer hätte das gedacht? Sexy auf eine billige Art. Irgendeine Metallschlüpfer tanzend auf einer Tonne. Ich muss meine Strategie ändern, wenn ich mit Paco reden will. Das ist allerdings wahr. Kindergarten für den Jet Set. Definitiv nicht mein Stammlokal. Ich glaube, hier würde ich auch nicht öfter hinkommen. So wie die am Abzappeln sind, geh mir aus dem Weg. Jesus Christ. Ich habe nichts gegen dieses Techno-Trance-Zeug, aber das ist wirklich super laut. Es scheint schon ein bisschen heftig zu sein, ja. Pacos Hausgorilla lässt keinen durch. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Wir könnten uns ja Alufolie anziehen, so wie diese Frau, die da getanzt hat, und das Gleiche probieren. Holy shit, okay, hier kommt man wirklich absolut gar nicht durch, doch... Selbst wenn wir das machen... Vielleicht bemerkt er mich, wenn ich in seiner Nähe tanze. Richtig, selbst wenn wir das machen und uns umziehen wollen oder ähnliches, das können wir das nicht hier machen. Deswegen suche ich gerade, sind da vorne die Toiletten? Ja, oder vorne sind nämlich Toiletten. Was zur... Ja! Macht ihr einen Kreis um mich? Ihr trollt mich doch. Geht mir aus dem Weg. Okay, so viel dazu. Nein, nein, nein. Ja, da lang. Ach, ja, sehr gut. Bingo. Wollen wir mal kurz ins Frauenklo gehen? Kleinen Moment Ruhe gönnen. Mal schauen, was für Geheimwaffen wir dabei haben. Zeit für das sexy Girl. Zeig, was du kannst. Okay. Sieht fast aus wie vorher, nur irgendwie... Nicht ganz. Ist gut so, lass es. Sieht super aus. Sieht super aus. Jawohl, wir kriegen das hin. Die müssen richtig springen. Dann machen sie... Die machen dann auf jeden Fall auf mich auf sich aufmerksam. Glaub mir, ich kenne Männer. Männer sind dumm. Die achten auf sowas. Okay, langsam hier den Lidstrich ziehen. Sieht eher aus, als wenn du dir hier was ins Auge stecken würdest, aber funktioniert schon. Okay. Ja, wunderbar. Okay, wie billig können wir uns noch hinkriegen? Wir könnten... Echt jetzt? Uns den Rock zerreißen? Gut, okay, von mir aus. Dann zerreißen wir uns in den Rock. Wunderschön. Hallöchen. Ist irgendwas da drinne? Natürlich. Lippenstift. Sehr gut machst du das. Sind wir noch dabei? Können wir nicht... Keine Ahnung.
Willst du irgendwas ausstopfen von der? Oh! Mit der Waffe? Nein, aber gut zu wissen, dass wir eine dabei haben. Ich glaube, das können wir erstmal lassen. Na dann, nicht mit den Reizen geizen. Mein Hüftschwung wird Paco nicht kalt lassen. Sehr schön. Dann wollen wir beim nächsten Mal schauen, ob ihr Hüftschwung wirklich so ist, so wie sie es sagt. Ich bin mal gespannt, wie er ist. Ob er Paco nicht kalt lassen kann und ob wir damit seine Aufmerksamkeit erregen können, wenn wir da auf dieser Tonne tanzen. Bis dahin, haut rein.